Ich wollte euch kurz eine Einführung in Git geben und zeigen, wie man gemeinsam an Code arbeiten kann. Erstmal, was ist das Problem eigentlich? Vielleicht kennt ihr das schon, wenn ihr zum Beispiel an Hausarbeiten gemeinsam arbeitet oder so. Ihr wollt an einem gemeinsamen Dokument, an einer Datei oder einer Reihe von Dateien arbeiten. Ihr seid aber mehrere Leute. Also wie könnt ihr jetzt verschiedene Stände miteinander tauschen? Ja, also man könnte jetzt auf die Idee kommen, sich das per E-Mail zuzusenden. Hier ist meine Version vom Dokument. Dann muss sich aber jemand hinsetzen und jetzt die Änderung von dem einen und dem anderen zusammenführen irgendwie. Da kann halt was schief gehen, da kann was verloren gehen. Also es ist ein bisschen schwierig, auch mit einem USB-Stick rumzulaufen. Das ist irgendwie nicht so angenehm, wenn man das viel machen möchte. Das zweite Problem so ein bisschen ist, wie kann man denn eigentlich zu früheren Versionen zurückspringen? Ne? Manchmal hat man sowas geschrieben und denkt sich so, nee, das gefällt mir jetzt nicht mehr so gut, das lösche ich weg, schreibe was Neues und dann einen Tag später fällt dir ein, Mensch, wäre vielleicht das, was ich da gestern hatte, das war so blöd vielleicht doch nicht. Ich würde das gern wiederverwenden, ich würde zumindest Teile davon wieder haben, aber die sind halt jetzt verloren. Du hast ja vielleicht an dem Dokument weitergearbeitet und die Sachen gelöscht. Das ist eigentlich schade darum. Und das dritte Problem, was ich persönlich sogar, wenn es ums Programmieren geht, so ein bisschen das Ärgerlichste finde, ist, dass man sich nicht traut, Sachen zu verändern. Ne? Stellt euch vor, ihr habt was programmiert und es läuft, es funktioniert, das Programm macht erstmal etwas. Und jetzt habt ihr eine neue Idee, aber ihr traut euch nicht, die neue Idee zu starten, weil ihr habt Angst, dass ihr dann später vielleicht macht ihr das kaputt und dann läuft das Programm nicht mehr. So, das ist eigentlich schade, weil durch Fehler lernt man ja und durch Ausprobieren und durch einfach mal machen. Und es ist eigentlich, wäre es doch schön, wenn man sozusagen gewisse Versionen, die jetzt funktionieren, festhalten könnte, ohne dass man Angst haben muss, dass man, wenn man irgendwas verändert, dass man später nicht mehr darauf zurückkommt. Und diese Probleme haben Programmiererinnen und Programmierer auch, Software, jeder, der Software baut. Und deswegen hat sich in der Softwarewelt sozusagen so eine Art von Programm etabliert, die nennt sich Versionsverwaltungssysteme. Das ist also eine Kategorie von Programmen, da gibt es eine ganze Reihe davon, aber das Programm, was mittlerweile am meisten benutzt wird, das nennt sich Git. Das ist auch von dem Erfinder von Linux, der hat das auch entwickelt für Linux, funktioniert aber auch auf allen anderen Betriebssystemen. Und die Idee ist, dass man bestimmte Stände in den Dateien festhalten kann. Da wird dann der Begriff des Commit benutzt. Also ein Commit ist ein Stand in der Versionsgeschichte. Und man kann beliebig zu früheren Versionen oder zu aktuelleren Versionen hin und her springen. Also man kann dann sozusagen sagen, okay, ich will mal schauen, wie war denn der Stand vor einer Woche zum Beispiel. Und kann dann nachschauen, ich kann sagen, ich will zu dem Stand zurück und von dort aus wieder neu loslegen und weiterarbeiten. Und ich kann Versionsstände mit mehreren Leuten austauschen. Also das heißt, wenn wir zu fünft oder zu zehnt oder wie beim Linux-Kernel zu tausend an der gleichen Software arbeiten, können wir uns untereinander die Versionsstände und die Sachen, die wir gemacht haben, uns gegenseitig austauschen. Bei Git ist es so, dass der Startpunkt sozusagen, das nennt man Repository. Das ist aber eigentlich erstmal nur ein Verzeichnis bei euch auf dem Computer. Und in dem Verzeichnis tippt ihr den Befehl ein, git init. Git ist ein Kommandozeilenprogramm zunächst mal. Es gibt da auch grafische Programme, wo man das sich klicken kann, aber ich würde euch empfehlen, für den Start erstmal das auf der Kommandozeile zu benutzen. Da gebt ihr den Befehl git init an und was der Befehl macht, ist in dem lokalen Verzeichnis, wo ihr gerade seid, ein lokales Repository anzulegen. Das Einzige, was man wirklich sieht auf der Festplatte zunächst, ist, dass da so ein Verzeichnis.git erscheint. Das ist normalerweise versteckt, aber wenn ihr versteckte Dateien anzeigen lasst bei euch auf dem Computer, dann seht ihr das. Da drin in dem Verzeichnis macht Git alles Mögliche. Das ist jetzt für uns erstmal nicht so wichtig, was da drin passiert. Wichtig ist nur, ihr dürft das Verzeichnis nicht aus Versehen löschen, weil dann ist eure Versionsgeschichte wieder weg. Ne? Also ihr müsst darauf aufpassen. Dann habt ihr lokal in diesem Verzeichnis ein Repository und könnt jetzt Versionen machen. Ihr könnt an Dateien ändern, Dateien schreiben
Und wenn ihr festlegen wollt, was für Dateien möchte ich jetzt denn zu einer festen Version hinzufügen, dann benutzt ihr den Befehl git add. Und als Parameter muss man bei git add übergeben, welche Dateien ich meine. Wenn ich git add Punkt schreibe, dann meint das alle Dateien, basierend von dem aktuellen Verzeichnis, wo ich mich gerade befinde. Ihr könnt aber auch einzelne Dateien nur aufzählen. Also ihr könnt sagen, ich will nur diese eine Datei oder danach die nächste. Ihr könnt diesen Befehl mehrfach ausführen für alle Dateien, die ihr jetzt zu einer Version hinzufügen möchtet. Wenn man sich anschauen möchte, was ist denn gerade der Zustand in meinem lokalen Repository, dann geht das mit dem Befehl git status. Da bekomme ich angezeigt, welche Dateien sind denn markiert fürs Committen, also welche Dateien habe ich mit git add schon hinzugefügt, und er zeigt aber auch an, in welchen Dateien sind denn Änderungen passiert seit dem letzten Stand. Also ich kann dann halt sehen, in der und der Datei, da habe ich also etwas verändert. Die Ausgabe, die man bekommt, sieht dann ungefähr so aus. Hier sieht man, der wichtige Teil ist oben, das ist grün markiert bei mir zumindest. Wenn eure Kommandozeile Farben unterstützt, dann dürfte das bei euch auch grün sein. Ich habe zum Beispiel an der Datei readme.md etwas modifiziert und die habe ich mit git add wohl hinzugefügt zum Committen. Also die Datei möchte ich jetzt gleich in einen neuen Versionsstand überführen. An einer anderen Datei, die sich package.json nennt, habe ich auch etwas geändert. Die ist aber noch nicht fürs Committen markiert. Ich könnte jetzt also git add package.json eintippen, um die auch zu markieren. Oder ich lasse sie halt erstmal beiseite. Das ist auch nicht so wichtig. Ich sollte so irgendwann halt mal sozusagen zu einer Version hinzufügen. Die Anzeige zeigt auch gleich Befehle, die man tippen muss, wenn man da Sachen rückgängig machen möchte. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich will diese README-Datei jetzt doch nicht committen, dann müsste man den Befehl, der da drüber steht, eintippen. Das ist dann sozusagen, ja, kann man dann sozusagen entscheiden, was möchte ich zu einer Version hinzufügen. Um dann eine richtige Version zu erzeugen, gibt man den Befehl git commit ein und da tippt man als Option noch -m an. Und in Anführungszeichen eine Beschreibung der Änderung. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass ihr euch überlegt, so einen kurzen, ganz kurzen, knappen Satz, was habe ich denn da gemacht, damit ihr das später noch seht. Es gibt dann Befehle, um die ganze Historie anzuzeigen, und wenn ihr jetzt wisst, später dann irgendwie auf die Suche geht, Mensch, ich habe an diese und jene Funktion programmiert, wo war das denn gewesen, damit ich das einfach finde. Da ist also, solltet ihr euch ein bisschen was überlegen, wie ihr das sozusagen beschreibt, was ihr da gemacht habt. Dieser Befehl legt dann so einen einzelnen Versionsstand an, der ist dann in dem Repository gespeichert, und auf diesen Versionsstand könntet ihr später dann wieder zurückkommen oder den könntet ihr dann zu anderen Leuten austauschen. Erst mit diesem Commit-Befehl ist dieser Versionsstand, den ihr habt, dann tatsächlich wirklich gespeichert. Also das ist wichtig, dass ihr diese Commits durchführt, weil sonst bis dahin wäre es möglich, dass euch Sachen verloren gehen. Das heißt, ihr könnt durchaus sehr häufig, mehrmals am Tag Commits machen, wie ihr möchtet. Ne, immer wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, okay, das ist fertig, das ist ein Stand, den will ich jemand anders geben oder da will ich später möglicherweise zurückkommen, dann macht ihr einen Commit einfach. Ihr könnt gerne 10 Commits am Tag machen, wie ihr möchtet. Oder wenn ihr sagt, am Ende des Tages, ihr habt jetzt was Richtiges geschafft, dann macht ihr halt einen Commit und dann ist das gesichert. Das, was ich jetzt erklärt habe, passiert alles noch lokal auf eurem Computer. Da ist also noch kein Netzwerk oder irgendwas beteiligt. Das passiert alles bei euch auf dem Rechner. Aber wenn ihr jetzt starten wollt mit anderen Leuten, dann müsst ihr noch einen nächsten Schritt gehen. Und die Idee dahinter ist, dass Repositories auch irgendwo in der Cloud sitzen können, zum Beispiel bei GitHub, aber da gibt es auch andere Anbieter, GitLab zum Beispiel, oder ihr könnt euch das auch selbst installieren. Ne? Ich habe jetzt hier als Beispiel nur GitHub als einen Anbieter genommen, aber ihr könnt auch selbst auf einem Server oder so das installieren. Ich bin nicht sicher, ob hier für das Jugendhack ein eigener Server existiert. Auf jeden Fall stellen wir uns vor, ihr würdet dann auf diesem Server
ein Repository anlegen. Da ist dann sozusagen der gesamte Versionsstand auch auf dem Server. Und wenn ihr jetzt als neuer Entwickler in das Projekt hinzukommt, müsst ihr zunächst mal den Zustand von dem Server auf euren lokalen Rechner kopieren oder einen Klon machen. Und der Befehl dazu lautet halt auch git clone. Und da muss man dann nur noch diese Adresse eingeben, wo das Repository liegt. Ich zeige euch dann auch noch gleich, wie ihr auf GitHub ein Repository anlegen könnt und wo dieser Pfad zu finden ist. Mit git clone macht ihr also eine Kopie bei euch lokal auf dem Computer und könnt dann da ganz normal committen, weiterarbeiten, wie auch immer. Und wenn ihr sagt, okay, jetzt möchte ich diese Commits, die ihr gemacht habt, möchte ich mit anderen teilen, dann müsst ihr jetzt natürlich irgendwie dafür sorgen, dass diese Commits auch zu dem entfernten Server kommen. Und das funktioniert mit dem Befehl git push. Push heißt also auf Englisch schieben oder drücken. Und ihr drückt jetzt sozusagen eure lokalen Commits in das Repository, was im Internet sitzt. Jetzt gibt es andere Teammitglieder, die machen das Gleiche, die machen auch lokal, arbeiten lokal und haben auch ihre Commits auf das Repository geschoben. Und jetzt wollt ihr aber diese Commits von den anderen Leuten gerne haben. Ihr möchtet die also herunterziehen. Und ziehen heißt in Englisch pull und deswegen heißt auch der Befehl so. Und damit könnt ihr jetzt die Versionen, die andere gemacht haben, auf dem Rechner aktualisieren. Und das ist im Wesentlichen so der grobe Ablauf, wie Git funktioniert. Da ist eine Frage, ja. Das ist eine gute Frage. Was passiert, wenn beide gleichzeitig geändert haben? Also, da gibt es verschiedene Szenarien. Wenn ihr an unterschiedlichen Dateien gearbeitet habt, dann passiert erstmal nichts. Ne? Dann werden die einfach zusammengeführt. Wenn ihr an der gleichen Datei gearbeitet habt, dann passiert unter Umständen nichts, wenn ihr an verschiedenen Stellen der Datei gearbeitet habt. Also der eine hat irgendwo am Anfang der Datei was geändert und der andere hat ganz weit unten, dann werden die Dateien einfach zusammengeschoben. Ein Problem ist erst, wenn ihr an der gleichen Stelle gearbeitet habt. Dann kommt es zu einem, das nennt sich Merge-Konflikt. Also Merge heißt zusammenführen und Konflikt ist halt, gibt einen Konflikt. Das ist ein bisschen kniffliger, da muss man diesen Konflikt auflösen. Das ist ein bisschen kniffliger, wenn ihr in die Situation kommt, vielleicht am besten mal Bescheid sagen, weil das ist jetzt nichts, was ich so ganz leicht erklären kann, wie das funktioniert. Ihr müsst euch letztlich entscheiden, welche Version will ich haben, oder du musst halt sagen, wie ist denn jetzt ein sinnvoller Stand. Das kann Git nicht so richtig gut automatisiert lösen für dich, weil er weiß ja nicht, was ist denn jetzt, was stimmt denn jetzt. Ja. Wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ihr noch zusätzliche Informationen wollt, würde ich diese Links euch empfehlen. Ich würde die dann auch im Anschluss in das Zulip vielleicht den Link zu der Präsentation packen, dass ihr das nochmal nachvollziehen könnt und auch die Links euch rausziehen könnt. Der obere Link ist die Hauptwebseite von Git. Da könnt ihr das herunterladen für euer Betriebssystem und installieren. Da sind auch ein paar Anleitungen für alle möglichen Befehle, die es da so gibt. Die gibt es in Englisch, aber man kann oben auch die Sprache auf Deutsch stellen für die Befehle. Also wenn ihr wissen wollt, was macht git add, dann könnt ihr das auf Deutsch stellen und dann auch mal nachlesen, welche Optionen es da gibt. Dann gibt es, habe ich gefunden, ein ganzes Git-Buch online, kostenlos zum Lesen. Das ist schon ein bisschen älter, das Buch, aber das wurde mal eine Zeit lang verkauft als Buch und der Verlag hat es dann aber freigegeben und das kann jetzt kostenlos einfach so gelesen werden. Und was ich interessant fand, war noch so eine visuelle Erklärung, dieses Git-Sheet, wie die einzelnen Repositories, die es so gibt und die Stellen, die es da gibt, wie die miteinander interagieren. Das ist aber ein bisschen, wenn ihr ein bisschen mehr Interesse habt, wie Git so funktioniert. Ich würde euch noch kurz auf GitHub zeigen, wie man damit arbeitet. Ihr müsstet euch auf GitHub zum Beispiel einen Account anlegen. Wenn ihr GitLab oder solche Tools benutzen möchtet, da gibt es meistens funktioniert das irgendwie ähnlich. Da müsstet ihr mal schauen, wie das da genau funktioniert. Ich würde das als Beispiel jetzt nur auf GitHub zeigen. Bei mir habe ich dann hier so einen Button für neues Repository anlegen. Und da muss ich halt nur einen Namen finden. Das nenne ich jetzt mal Test. Ich kann eine Beschreibung angeben, damit jemand weiß, was damit gemeint ist. Bei GitHub kann man Public Repositories anlegen oder private Repositories. Das bedeutet, kann die jeder sehen
oder können die nur bestimmte Leute sehen, die ihr einladet? Und dieser Haken sagt einfach nur, dass initial sozusagen eine README-Datei angelegt werden soll, wo also ihr eine Beschreibung hinterlegen könnt, worum geht es denn in dem Repository. Und dann könnt ihr das erzeugen. Und das, so sieht ein Repository auf GitHub aus. Ihr seht hier die Dateien, die in dem Repository sich befinden. Ihr könnt auch online direkt schon mal reinschauen in die Dateien. Die README-Datei wird hier gleich mir dargestellt. Wenn ihr Code-Dateien habt, könntet ihr im Code direkt auch online den einsehen. Wenn ihr jemand anders das klonen wollt, dann ist hier dieser grüne Button zu benutzen. Da findet ihr diese URL, die ich vorhin gemeint habe. Die müsstet ihr euch kopieren. Git klonen, Leerzeichen und dann diese URL und dann Enter und dann könnt ihr das Repository runterziehen. Ja? Ja, das geht. Also wir können das ja... es geht auch. Du kannst auch online direkt Änderungen machen, aber ich würde eher empfehlen, das lokal zu machen. Wir können das ja mal ausprobieren. Ich kopiere mir das mal hier. Öffne die Kommandozeile. Bin hier schon in einem Verzeichnis und klicke mal Git Clone und mach mal Einfügen. Dann klont ihr mir das hier runter. Und wenn ich jetzt mir anzeige, was für Dateien ich hier drin habe, dann ich habe erstmal diesen Verzeichnis, da muss ich reinwechseln. Und dann kann ich mir anzeigen lassen, aha, da ist die README-Datei. Die kann ich ja mal öffnen. So, hier steht jetzt erstmal noch nicht viel drin, aber ich kann ja mal was eintippen. So, sinnvolle Projektbeschreibung. Das müsst ihr natürlich dann sinnvoll ausfüllen. Will ich speichern? Ja. So, und wenn ich jetzt Git Status eintippe, dann sehe ich, aha, hier hat sich jemand, wurde etwas verändert. Ich könnte mir auch anzeigen lassen, was sich verändert hat mit Git Diff. Dann sehe ich so, aha, da sind mit grün ein paar neue Sachen hinzugekommen. Ja, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall sage ich jetzt git add, Punkt. Ich will alles hinzufügen, also diese Datei. Jetzt ist sie grün geworden. Sage ich git commit. Achso, wir wollten ja mehrere Dateien haben, ne? Also könnte ich mir noch eine zusätzliche Datei anlegen. Something txt. Wenn ich jetzt hier reinschaue, sehe ich, aha, jetzt ist hier wieder eine Datei hinzugekommen. Die füge ich hinzu und mache meinen Commit. Und sage git push. So, wie war denn mein Passwort? Ach hey, naja, stellt euch vor, ich hätte mein Passwort im Kopf, dann würde das, na, ich probier's nochmal, schlecht vorbereitet, sorry. Yes, dann lädt er das hoch und wenn ich jetzt hier nochmal aktualisiere oder das nochmal neu, dann sehe ich die Version hier. Ja. Sehe ich mit dem Status nur, was ich gemacht habe oder auch was schon im Internet ist? Du siehst erstmal nur, was du bei dir lokal gemacht hast. Ja? Ja? Geht das das mit dem auf der Konsole, geht das bei auf allen Konsolen oder muss man dann irgendwas installieren? Also auf Linux und Mac geht es einfach so, das ist relativ unkompliziert. Auf Windows geht es prinzipiell auch, da gibt es diese CMD-Kommandozeile, die ist ein bisschen fummelig. Wenn man Git für Windows runterlädt, kommt aber auch eine eigene Git Bash, nennt sich das, eine eigene Kommandozeile mit, die ist genau dafür gedacht, für Git-Benutzung. Die funktioniert so, die bauen im Prinzip so eine Linux-Kommandozeile nach. Die funktioniert aber auch besser als die Windows-Kommandozeile. Also, ja? Ja.
geht Help, zeigt dir alle an, tatsächlich. Aber ich, wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du hier in die Dokumentationsseite gehen, von der Git-Webseite. Da gibt es hier eine Referenz. Das sind alle Befehle, die es gibt. Und wenn du dann jetzt sagst, zum Beispiel git add, was gibt es denn da? Da zeigt er dir alle Befehle hier an. Und hier kann man halt auch auf Deutsch schalten. Oder? Gibt's? Manche von denen gibt es zumindest auf Deutsch. Scheinbar nicht alle. Da muss man. Oder ja, oder du kannst eine von den Sprachen davon. Manche Befehle habe ich gefunden, waren auf Deutsch, aber scheinbar wirklich nicht so richtig viele. Was ein bisschen schade ist. Hier gibt es auf Deutsch. Naja, aber ansonsten müsst ihr Englisch lernen. Ist auch sinnvoll. Sinnvolle Investition. Genau, das war so eine Kurzeinführung in Git. Wenn ihr Fragen habt, entweder jetzt noch stellen oder kommt einfach nochmal auf mich zu, sagt Bescheid. Und dann hoffe ich, dass ihr damit gut arbeiten könnt. Danke.